September ist die Zeit für Dirndl und Lederhosen, sonst auch, aber da ganz speziell, weil ja die Oktoberfeste gefeiert werden. Letzten Samstag hat das Münchner Oktoberfest bereits geöffnet und heute ist die Wiener Kaiserwiesen nachgezogen. Kathi Hierhacker war für uns mit dabei. Musik im Schritt, Marsch! Das größte Oktoberfest des Landes startet wieder. Ab heute kann 18 Tage lang hier auf der Kaiserwiesen ausgiebig gefeiert werden. Mit dabei viel Musik, Hütten mit liebevoll gefertigtem Handwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Gestartet wird jetzt hier beim Schweizer Haus mit einem feierlichen Umzug samt Musikkapelle und Bierkutsche. Das Bier wurde gesegnet, jetzt kann nichts mehr schief gehen, oder? Das Bier wurde gesegnet, alle Anwesenden wurden gesegnet, alle, die hier in diesen 21 Tagen auf der Kaiserwiesen feiern. Es ist aber, glaube ich, eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen an den Herrgott und zu bitten, lass dieses gemeinsame Feiern auch zum Nährboden dafür werden, dass wir weiter sozial füreinander uns einsetzen. Wie schmeckt das allererste Bier auf der heurigen Wiesn? So einfach ein Traum, so schön würzig, so gut. Einfach ein frisches Bier. Ich habe nachgeschaut, so ein Ticket in ein Zelt kostet zum Beispiel für den Abend, wenn man vorne sitzen möchte, 75 Euro. Da ist kein Essen oder Trinken inkludiert. Glauben Sie, können sich das Menschen wirklich leisten? Werden da dieses Jahr viele herkommen auf die Wiesn? Ja, es ist überraschenderweise jetzt untertags schon sehr viel los und das ist eben auch eine gute Möglichkeit, nachdem es gestaffelte Möglichkeiten des Zugangs gibt, dass man halt dann nicht in der ersten Reihe am Abend sitzt, sondern halt zu einer anderen Tageszeit oder andere Möglichkeiten nutzt. Und das finde ich von den Veranstaltern auch richtig. Es soll niemand ausgeschlossen werden aufgrund wirtschaftlicher Gründe und das ist auch das Schöne auf der Wiener Wiesn. Es gibt einen ganz starken Querschnitt durch die ganze Bevölkerung und je nachdem, wie viel man bereit ist auszugeben, gibt es unterschiedliche Zugänge, aber es können alle miteinander feiern und das ist auch das Schöne, dass da keine sozialen Grenzen und Schranken gibt. Frau Tanner, warum war es Ihnen so ein Anliegen, heute hier bei der Kaiserwiesen bei der Eröffnung dabei zu sein? Ich habe früher in meiner Funktion als Bauernbunddirektorin von Niederösterreich immer und Geschäftsführerin vom Agrarverlag immer wieder die Nacht der Landwirtschaft veranstaltet. Und jetzt habe ich endlich als Verteidigungsministerin auch die Möglichkeit gehabt, wieder regionale Schmankerl zu genießen, gute Gespräche zu führen. Ein wirklich schöner Tag. Wart ihr schon mal im Oktoberfest? Ja. Kann das Oktoberfest mithalten? Nein, die Wiener Wiesn ist leimer. Würdet ihr sagen, ihr kennt ein Bier genauso schnell Echsen wie unser Kanzler? Sowieso. Ja. Wir haben Steirer, wir haben Tiroler, wir haben alles da und vor allem viel Wiener. Und da werden wir mal schauen, dass da eine richtige Stimmung wird. Was sagt ihr zu den Preisen dieses Jahr? Das ist sicher für viele Leute schon ein gewisser Luxus, dass man sich das gönnt. Aber man kriegt da was geboten. Wer am Abend in eines der Festzelte zur Live-Musik möchte, der muss hier auf der Kaiserwiesen ganz schön viel hinblättern. Ein Ticket im vorderen Bereich des Zeltes kostet pro Person 75 Euro. Essen und Trinken ist da nicht inkludiert, lediglich der Sitzplatz auf einem heurigen Bankerl. Ein Maß Bier kostet genau 13,40 Euro und ein Grillhändel 19 Euro. Also nicht gerade ein günstiger Spaß, aber untertags bis 18 Uhr kann man gratis in die Zelte hinein. Thank you.